Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starstable Online hier auf Mephobia. Und wie ihr seht, stehen wir nicht mehr am Silver Sportcenter, sondern wir befinden uns in der Nähe von Verpinte, und zwar hier auf dem Pferdemarkt. Denn ich möchte heute ein neues Pferd kaufen. Und zwar wird das ein American Quarter Horse der zweiten Generation. Dieses ist ja, ich weiß schon, nicht mehr so lange gekauft. Also das American Quarter Horse ist noch erhältlich bis zum 17. August oder war erhältlich. Wenn ihr das Video seht, sind diese Pferde das nämlich bereits nicht mehr. Ja. Kommen wir einmal zur Beschreibung des American Quarter Horse. Fest verbunden mit dem Wilden Westen ist er ein treuer Begleiter, der die traditionsreiche Kultur und den ungezähmten Geist des damaligen Nordamerikas maßgeblich mitgestaltet hat. Robust und doch wendig, schnell und doch ruhig, das ist das American Quarter Horse. Diese Rasse hat ihren Ursprung bei den frühen Kolonisten, die ihre englischen Hengste mit den Stuten der einheimischen Chickasaw kreuzten. Beide Pferde lassen sich auf den temperamentvollen Berber zurückführen, das Reittier der frühen spanischen Entdecker. Das American Quarter Horse wurde im 19. Jahrhundert berühmt, als sich in Texas seine Rennfähigkeiten und sein Geschick beim Viehtreiben herumsprachen. Ein berühmtes American Quarter Horse, genannt Steeldust, erlangte Ruhm für sein unübertroffenes Können als Rennpferd auf der Viertelmeilenstrecke. Die Nachkommen von Steeldust waren bei Cowboys wegen ihrer Schnelligkeit und Wendigkeit sehr begehrt. Solche Pferde bekamen oft den Spitznamen Steeldusts. Das Tough American Quarter Horse hat die härtesten Zeiten des rauen Wilden Westens durchlebt und Cowboys und Farmer geholfen, sich dort ein Zuhause zu schaffen. Das American Quarter Horse hat eine gedrungene Silhouette, die durch seine dichte Muskelstruktur definiert wird. Trotz seines kräftigen Körperbaus zeichnet es sich im Sprint über kurze Distanzen aus und ist bemerkenswert trittsicher. Heute ist das robuste American Quarter Horse nach wie vor ein fester Bestandteil der nordamerikanischen Kultur, die sich unter anderem im Rodeos, Western Pleasure Rennen und Pferderennen zeigt. Wenn du einen vertrauenswürdigen Begleiter suchst, der den Zeitgeist des Wilden Westen in sich trägt, findest du im American Quarter Horse einen guten Freund. Was auch geschehen mag, das American Quarter Horse ist ein Partner fürs Leben. So, kommen wir einmal zu den Werten. Das American Quarter Horse der Generation 2 hat in Stärke und Disziplin 2, in Geschwindigkeit und Ausdauer 0 und in der Agilität 2. Und ja, kommen wir einmal zu den Farben. Also das American Quarter Horse der Generation 2 hat insgesamt 7 Farben. Werde ich euch einfach einmal kurz zeigen. Und ich sage schon vorhin, ich habe jetzt bin nicht der größte Experte, was die Farben von Pferden angeht. Deswegen steht es euch frei, mich dahingehend zu korrigieren. Oder ja, ich kenne halt manche Begriffe zum Beispiel gar nicht, wie manche Farben bezeichnet. Es kann sein, dass ich manche falsch bezeichne. Nehmt es mir nicht übel, ich kenne mich halt dahingegen nicht sehr gut aus. Die erste Pferdefarbe, die es gibt, ist einmal dieser Palomino hier. Mit den zwei Abzeichen hinten an den Hufen. Und dieser, ja, es ist kein Sitzfest. Also ich weiß halt echt nicht, wie man diese Abzeichen so im Kopf nennt. Ja, das ist etwas dunkleren können müsste, also jetzt bin ich wirklich, ich kenne mich da echt nicht so gut aus. Dann gibt es einmal den Rappen, der dieses Abzeichen hier im Kopf hat, so ein bisschen wie das so ein Stern ist. Dann das 4 Abzeichen an den Hufen. Dann gibt es einmal das Braune mit der dunklen Mähne und den dunklen Abzeichen an den Hufen. Dann einmal, ja, es ist meiner Meinung nach kein richtiger Schimmel, weil es ist nicht komplett weiß. Also Apfelschimmel würde ich jetzt auch nicht so sagen. Ja, also es ist so ein Grau, vielleicht so ein Grauschimmel oder so. So, den Begriff hatte ich halt öfter schon mal im Zusammenhang mit diesem Pferd gehört gehabt.
Dann einmal dieses, ja, bräunlich graue Pferd. Das ist auch ein, ja, so ein, hier so eine Art Hall, es ist kein Hall, es ist so ein Viertelmond auf der Stirn hat. Dann einmal diesen bläulichen Rappen. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, die Farbe. Ich nenne es einfach mal bläulicher Rappen. Und als letztes haben wir dieses rötliche Pferd. Ich weiß nicht, ob es ein Fuchs ist. Ich hatte auch schon mal den Begriff Red Roan gehört. Also irgendwie sowas in der Richtung ist das dann wohl. Aber ich habe mich jetzt entschieden, den Rappen zu holen. Und zwar möchte ich dieses Pferd nach einem realen American Quarter Horse benennen, welches Iceman heißt. Und dieses American Quarter Horse spielt in einer Filmreihe mit. Und zwar spielt er das Pferd Ostwind in der gleichnamigen Filmreihe Ostwind. So, personalisieren und kaufen. Und zwar möchte ich auch genau dieses Pferd so nennen. Und zwar möchte ich das Pferd Eastwind, also Ostwind auf Englisch nennen. Es ist ein Jungpferd. Das werde ich wahrscheinlich immer so machen. Ich werde erstmal alle Pferde wahrscheinlich zu Jungpferden machen. Und wenn sie ausgelevelt sind, dann zu Erwachsenen. Ja. Und es ist natürlich ein Hengst. Dann Pferd kaufen. Ja, ich möchte dieses Pferd kaufen. Es ist total süß. Ich würde sagen, ihr Steinchen. Und dann mache ich mich jetzt auch auf den Weg hin und suche ein Outfit für das Pferd. Und da ich da manchmal sehr lange für brauche, würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich ein Outfit für ihn zusammengestellt habe. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ein schönes Outfit für Eastern Draußen. Ich bin nicht ganz zufrieden damit, aber was Besseres habe ich aktuell nicht zur Verfügung. Und zwar trage ich den schicken Westernhut. Das Freundschaftsshirt rechts, die schicke Western-Jeans, die schicken Western-Handschuhe und die schicken Western-Stiefel. Bis auf das T-Shirt gibt es alle Sachen im Lifetime-Store bei der Shop. Und das T-Shirt gab es mal als Gutscheincode. Jedoch, wenn ihr das Outfit auch tragen wollt im Lifetime-Store, seid das T-Shirt nicht besitzt, im Lifetime-Store bei der Shop gibt es das Freundschaftsshirt mit links. Eastwind trägt das schicke Zaumzeug, den schicken Western-Sattel und die schicke Western-Decke. Diese drei Sachen sind ebenfalls aus dem Lifetime Star Rider Shop. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt gleich einmal die Gangarten. Ich werde es jetzt nicht kommentieren, da ich jetzt großartig dazu sagen möchte. Und ich würde sagen, genießt die Gangarten. Und wir sehen uns dann gleich am Ende noch einmal beim Friseur, wieder um uns die Frisuren anzugucken.
wir befinden uns jetzt beim Pferdefriseur, hier ebenfalls auf Steve's Farm. Und wir gucken uns jetzt einmal die Mähnen an. Das ist einmal die Standardmähne. Einmal hier von der Seite. Das ist einmal die kurze Mähne. Hier persönlich finde ich jetzt den Schweif beim Rappen schöner, weil der hier ziemlich verwaschen ist bei der Standardmähne. Dann haben wir die Zöpfchen, die tatsächlich diesem Quarterhorse extrem gut stehen. Und ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von Zöpfchen auf den Pferden, aber ihm steht das erstaunlich gut. Dann haben wir hier die etwas kürzere, längere Mähne. Obwohl, also hier finde ich den Schweif auch wieder richtig schön gemacht und bei der Länge verändert sich jetzt nicht ganz so viel. Und das ist die lange Mähne. Das Besondere hierbei ist, dass der Quarterhorse sich das hier auf beiden Seiten die Mähne trägt. Da ist der Schweif auch wieder ein bisschen verwaschen. Ich werde auf jeden Fall bei dieser Mähne hier wahrscheinlich trotzdem bleiben, da mir da, wo der Schweif gefällt, meistens die Mähne nicht so gefällt und ich die beidseitige Mähne hier beim Rappen tatsächlich auch nicht ganz so schön finde. Dann habe ich lieber einen etwas verwascheneren Schweif, als dass mir die Mähne an sich nicht so gut gefällt. Und dann würde ich sagen, ja, war es das mit dem Pferdekauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann wieder weiter questen. Tschüss!